Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Lords of the Fallen und ich bin zusammen zocken. Und das letzte Mal bin ich hier gewesen, in diesem neuen Bereich. Und... Moment, so. Da gibt es hier einen Kontrollpunkt, an den ich aber nicht speichern kann. Deswegen... ich mich... habe töten lassen. Und jetzt sind da oben meine Erfahrungspunkte, die ich mir mal ganz schnell wiederholen möchte. So. Und so, und jetzt. Genau. Ich bin aus dem Spiel gegangen, weil es da doch ein Bug gab, ein Sprachbug, ein Sprachfehlerbug. Ups. Und ich brenne. Oh, 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 oh. Nein! Jetzt bin ich auch tot. Schon wieder. Ja, und deswegen habe ich das Spiel verlassen und starte es neu. Und jetzt muss ich das nochmal machen. Wie ihr gesehen habt, bin ich da nochmal gestorben. So, nochmal das Ganze. Ah, komm. Bleibe ich da hängen? Ja, scheiße. Mist. Einmal heilen, bitte. Nimm das. Endlich. Die Weisheit ist unendlich. Der Geist des Menschen ist begrenzt, so wie es auch seine Zeit ist. Dies ist so, wie es sein soll. Das ist Adirs Plan. Er erbaute die Gesellschaft. Er ist die Gesellschaft. Mhm. Für den, der für uns eintrat. Das versuche ich mal zu öffnen. Klappt. Okay. Einmal. Oh, habe ich ein neues Schild. 3 Sockel, 6,5 Gewicht, Blockwiderstand 100, Stärkeanforderung 22. Und die Werte unten sind ja ziemlich geil. Balance 91. Der Schild scheint um eine mumifizierte Leiche konstruiert zu sein. Du hörst immer noch, wie der Verstorbene dir etwas ins Ohr flüstert. Puh. Aber 6,5 Gewicht. Nicht schlecht. Mhm. Moment, habe ich das habe ich ja noch nicht geändert. So. Nein. So. Ach Mist.
rammen natürlich. Das ist, was ich wollte. Okay, also der Schuss ist doch besser. Und wow, es geht da durch. Der Schuss ist vielleicht doch nicht besser. Oh, weg, 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 weg. Daneben. Und weg. Ach, hier war eine Truhe. Axt und Armrüstung. Wo ist sie denn? Da. Die schmale Fuge zwischen den zwei Klingen und den Griff dieser Axt erinnert an den gefallenen Gott. Sobald sie nachgibt, gerät er in Vergessenheit, Mann. Stärke 31. Mhm. Ist auch ziemlich gut. Angriffsgeschwindigkeit 80%, Energie 180, aber Gewicht 5. Na, lassen wir das mal, was ich habe. Okay. Ich guck mich noch mal hier gründlich um. Da ist noch ein Weg. Was habe ich denn hier ausgerüstet? Ach so, das Magie-Dingsbums. Da ist irgend so ein Feuer. Gegner. Und da ist noch, das könnte ich bestimmt aufschießen. Aber ein Moment noch. Ich habe mich hier noch nicht so gründlich umgeguckt. Da hinten ist noch so ein Zauberer und einer von den schnellen. Von den Schnellgegnern. Kann ich mich denn jetzt hier speichern? Ja. Es geht. Wie viele Punkte habe ich? 6000. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Ist da noch irgendwas? Nee. Vielleicht könnte man da rüberspringen, aber ich will es jetzt. Das will ich jetzt nicht versuchen. Weil es wahrscheinlich auch da oben hergeht. Was ist das? Ostgalerie. Okay. Ach, so einer. Hä? Aber in klein? Huch. Und wo ist er denn? Aha.
Der explodiert, oder was? Okay, darüber springen. Moment, was steht da? Besiege den letzten Roga-Herrscher der Vernichter. Finde den Weg zum Vernichter, zu gelangen. Finde einen Weg. Gut, darüber springen, ja. Ja. Von der Seite blockiert. Gut. Also, ich glaube, da bleibt dann nichts anderes übrig, als mich auf der anderen Seite zu versuchen. Oder hier durch natürlich, ne? Aber ich glaube, ich wähle diesen Weg erstmal. Oh. Moment. So. Was macht er? Jetzt mal heilen. Ja, die Splitter habe ich immer noch nicht zum Einsatz gebracht. Das könnte ein Schmied sein, da drin. Und wir bekommen wieder Ausrüstung. Dämonische Assassinen. Leichte Rüstung, die mit finsteren Verzierungen versehen wurde. Sie ist dämonischer Herkunft und ihr Träger hört Stimmen aus dem endlosen Abgrund. Ja, physischer Widerstand 14. Aber ich sehe da jetzt kein Bedürfnis danach. Na, und hier 1,9 Gewicht und der Widerstand ist schlechter. Oh ja, ich habe ja eine Ausrüstung, die ich noch nicht angesockelt habe und die ist auch schlechter. Lasse ich das mal so, wie es ist. relativ schlechter, also in den Attributwerten ist es, war es ein Punkt höher. Ja. Südliche alte Falle. Und irgendwie vibriert der Controller hier. Ja. Und zwar wollte ich hier hin, genau. Gift und Feuer. Makellose Giftrune, makellose Feuerrune. Nehmen wir doch die makellose Feuerrune. Und hier ist irgendwas Neues anscheinend.
Das ist auch neu. Wenige wissen über Roga-Waffen, dass sie von Natur aus mit Elementarkräften durchwirkt sind. Die seltensten stecken voll roher Kraft. Geschicklichkeit 18. Ja. Ah. Moment. Der hat Feuerblockwiderstand 40. Und der Kleine hat 0. Dann lasse ich den doch. Gucken, was passiert, wenn ich den anschieße. Natürlich nicht so viel. Okay. Und kleine Rune, das ist schön. Und warum auch immer. Wie wird der Controller hier? Seltsame Schriftzeichen, uralte Sprache. Oh, deswegen vibriert er. Ist das der Vernichter? Wahrscheinlich. Da ist ein Hebel. 7200. Pass auf, die setze ich erstmal ein, bevor ich da weiter marschiere. Wo war das denn? Hier runter. Und zwar da rein. Und auch das. So. So, ne, hier durch. Oder sollte ich erstmal. Moment, hier in der Mitte war noch ein Durchgang. Und da war so ein kleiner. Zwei sogar. Ups. Ah. Ein bisschen Schaden nehme ich, ja. Das sieht seltsam aus, alles. Da ist ein Zeichen. Aber sonst ist hier ja nichts. Wahrscheinlich kommt das da irgendwann runter. Hier kann ich ja nichts weitermachen. Dann gehen wir doch den Weg weiter zu dem Vernichter oder zu den großen Moppel, der da ist. Ja, bin ich ja gespannt. Ja, oh. Da ist ein Tyrann, der uns aber. Oh, nix. Was macht der denn? Zerhackt er Nüsse? Wow. Und er ist in Ketten gelegt. Das ist der Vernichter.
Er vernichtet da was, nehme ich an. Sieht aber ziemlich geil aus hier. Das Level-Design. Ein Hebel. Ah, was? Was ist passiert? Haben sich die Ketten gelöst oder was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen. Ist da unten was passiert? Ich weiß nicht. Jedenfalls machen wir das. Verlassen. Ah. Vielleicht nicht das, was ich hätte machen sollen. Ja, Ausrüstungsgegenstände fürs mehrfache Durchspiel. Heilige Flure. Ach, ich weiß, wo ich bin. Und hier wollte ich überhaupt nicht hin. Ich vermisse aber jemand, und zwar unseren Freund Krog oder so ähnlich. Der stand früher hier. Oh, oh, oh. Moment, ich guck mir das auf der anderen Seite an. Es gab ein Zwischenstück. Oh. So. Es gab ein Zwischenstück. Schade, dass das nicht aufgeht. Naja, brauchen wir nicht. Das ich mir noch nicht angeschaut habe. Und zwar war ich, glaube ich, noch nicht hier drin. In dem Teil könnte er sein. Nee, da ist er auch nicht. So, nochmal zurück. Dann muss ich dann nochmal den ganzen Weg da durch. Ach so, die Punkte, ach ja, sind ja nicht der Rede wert. Das heißt, ich kann da beruhigt nochmal reingehen. Jetzt weiß ich aber, wohin das führt, wenn ich da durchgehe. Dann komme ich nämlich hier wieder raus und das ist in der Nähe von dem anderen Platz, Kreisplatz. Und vielleicht ist das der Vernichter? Nee, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich jetzt wieder hier. Ja. So. Geht der irgendwann kaputt? Nö. Aha. Was ist das? Hä?
Moment. Gab es da noch irgendwo einen anderen Weg? Ich könnte ja zu unserer Freundin wieder zurück. Mal sehen, was die zu sagen hat. Oh. Ja. Ja. Oh Mann. Das ist ja noch nie passiert. Was war das? Was ist das? Hä? Was? Den müsste man doch von hier aus dem Raum hier auch besiegen können. Ich denke, dass der nicht hier durch kann. Doch, kann er. Ah, okay. Kommt da hier hin? Vor mir? Komm, ja. Ach, der heilt sich, scheiße. Na. Ja, komm. Geh da raus. Wieso kommt der denn da durch, ey? Kann doch nicht wahr sein. Nein, das wollte ich nicht. So. So. Wo ist der denn? Keine Ahnung. So. Was ich machen wollte, ist hier nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob das sehr klug ist. Aber vielleicht hat die mir was Neues zu sagen. Oder sie ist auch weg. Mal sehen. Ja, sie ist auch weg. Was? Was? Okay, das heißt, also nochmal zur Sicherheit nochmal gucken. Au. Oh Mann. Ich glaube, sie stand das letzte Mal. Ach nee, hier war sie. Da ist sie jetzt dann weitergegangen. Okay, dann können wir noch mal da durchgehen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich alles gesehen habe. Oder gab es noch irgendwo einen Raum?
Außerdem habe ich ja einen Hebel gezogen. Es könnte sein, dass ich in den... Ah ja, in der anderen... Da gab es ja noch eine andere Stelle, wo ich nicht weiterkam. In dem mittleren Gang war das, glaube ich. Dass ich das durch den Hebel verändert hat. Ups. Nein. Ja, okay. Ich gehe dann mal hierher. So. Hat sich hier was getan? Nee, hat sich nicht. Und er kommt. Ah. Oh. Ich glaube, er kommt nicht alleine. Oh nein. Weg, 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 weg. So. Da ist er. Einmal schlucken. Nein, nein, nein. Ach, Mist. Ach, fuck. Fuck, fuck, fuck. Weg. Ah! Oh, Scheiß. So. Ich glaube, da gucke ich noch mal rein. Vielleicht bleibt er jetzt da unten. Also hier ist auch nichts passiert. Ich weiß nicht, was mit dem Hebel, was der Hebel angerichtet hat. Hier jedenfalls ist nichts. Okay, da schnell durch. Ah ja. Fein. Daneben, ne? Kann ich nochmal? Ja. So. Der hat ja nochmal so eine Nachwirkung. So. Dann war hier noch mal so eine brennende Kugel. Okay. Ja. So. Und das führte mich wieder raus. Puh. Also...
Da kann ich auf keinen Fall rüberspringen. Was hat dieser Hebel da bloß gemacht? Da ist ein Zeichen, das ich nicht verstehe. Hier ist ja auch nichts passiert. Moment. Ob ich das durchrennen kann? Nein. Warte mal, ich ziehe doch mal den Kompass an. Ach, da kommt er. Okay, machen wir das so. Ach ja, der heilt sich. Oh shit, 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 shit. Weg, weg. Ja. Nein. Was macht der? Junge, Junge, Junge. Ist der kompliziert? Der ist ganz schön kompliziert. Jetzt steckt er da fest, oder was? Oh nein. Und hier brenne ich weiter. Oh Mann. Oh. Jo. So. Ich glaube, ich hole mir die Tränke da unten. Genau. Eigentlich kann ich mir das mal sparen und hier mal gucken. Hier. Das ladet ihr, lädt ja irgendwie ein, darüber zu springen. den Ring der Magie habe ich. Ausgerüstet. Okay. Ja. Na komm. Na. Na. Hm.
Hier ist irgendwie kein weiterer Weg. Außer vielleicht darüber springen, aber es sieht ziemlich weit weg aus. Vielleicht sollte ich es einfach mal versuchen. Speicherpunkt ist ja direkt da dran. Was soll schon schief gehen? Achso, Moment. Kompass. Sagt er hier noch was? Nö. Okay, da war ich ja gerade. Dann. Tja, dann weiß ich auch nicht. Oder der Vernichter ist der andere Boss in der. In diesem Mittelteil. Ah, diese Arena hinter der Brücke. Ja, komm, ich setze das mal hier ein. Und versuche den Sprung. Oh, knapp. Ja, nicht runterfallen. Was ist los? Was? Ach, der da. Oh, wie viele haben wir denn hier? Ich will doch nur an die Truhe. Ja. Na, so geht das nicht. Lass mich mal die Truhe versuchen. Was habe ich? Eine Klaue, Faustwaffe. Oh, super. Das war sehr, sah sehr, sehr geschickt aus, was ich da gemacht habe. Aber ich hatte ja, keine Punkte. Deswegen ist das ohne Auswirkung. Was habe ich da gekriegt? Ein Faustwaffe. Laut den Schmied waren sie für den Helden Logan die Großkatze gedacht. Denn dieser Name wurde niemals mit Aufzeichnungen entdeckt. Gut. Nee. Wisst ihr was? Ich glaube, der reguläre Weg sieht so danach aus, dass man, nachdem man den Hebel zieht, da tatsächlich durch diese Tür hindurch geht, um wieder auf die andere Seite zu kommen. Das ist ja der schnellste Weg. Dann zu dem Boss gelangt, der in der Mitte. Ah, hier nicht. Der in der Mitte ist. Und den muss ich erstmal loswerden. Weil der kann nur störend. Ne, so. Was? Ein Magier. Shit. Nein. Oh, nein. Oh Gott. Ja, die Zaubertränke sind um einiges besser geworden. Nein. Da. Shit. Ach, scheiß. Was mache ich hier eigentlich? So.
Nein, Gott, so ein Getöse. So, und der andere? Der ist da oben. Ja. Sehr schön. Okay. Hier einmal dran. Genau, ich will dann durch diese Tür, die da vorne ist. In den anderen Bereich und dann zu dem Boss, nehme ich an. Eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. Ich weiß nicht, was der Hebel erzeugt hat. Aber ich sehe auch keinen weiteren Weg. Gut. Ja. Aber es sieht ja alles danach aus, dass das Spiel das will, dass ich jetzt dahin gehe. Also hier durchkomme, nachdem man den Hebel gezogen hat. Und dann von hier, glaube ich, kommt man doch. Ah, erstmal ist hier einer versteckt. Und dann kommt man hier ganz fix zu dieser Arena. Aber... Ja gut, speichern. Ich glaube hier, wenn man hier rauskommt, gibt es einen Speicherpunkt. Das heißt ein... Ja, ich habe nur diese Punkte, aber... Egal. Ja. So. Na, eigentlich. Na. Sollte ich das sparen? So. Oder ich gehe da unten in den Speicherpunkt. Dran. Hm. Das mache ich. Oder. Ja klar, hier kann ich ja nicht durchrennen. Und da unten an den Speicherpunkt, das wäre doch, glaube ich, die Idee. Na. Ach ja. Die Punkte einsetzen. Sehr schön. Und zwar auf Stärke. Genau. Da mich noch getroffen. Egal. Ich weiß nicht, ob ich das Schild behalten sollte. Nee. Komm. Das flinke kleine. Sind wir auf grün? Das ist doch. Da fühle ich mich jetzt besser, wenn ich schneller bin dadurch. Und ist das der Vernichter? Und habe ich überhaupt die Zeit? Hm, eigentlich nicht.
Also mache ich hier einen Schnitt und melde mich gleich zurück. Genau. Okay.